Dann gehen wir doch jetzt darunter. Yara, hier runter. Okay. Ich glaube, wir haben's. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Sagte die maskuline Frau mit der Axt im Wald. Wir sind fast da. Ach du Scheiße. Sie beschütze uns. Ja, Heilige. Wir müssen hier weg. Isaac, was tust du da? Das ist ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Wenn du meinst, Mann, wenn du meinst. Wohin jetzt? Wir kürzen durch die Hütte davon. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Sie haben überall Unterkunft. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag kann zu kommen. Wer wusste das nicht? Okay. Hey, ein Buch. Identity Counter and Destroy. Aufrüstung. Doppelt so schnell an. Aha. Effektiver, die in diesem Bereich tödlich sind. Messerherstellung ist wichtig. Deswegen nehme ich das mal mit. Hier geht's noch weiter hoch. Du bist so blöd. Das ist stupide, was ich sage. Da ist ein Horn. Benjamin, alles okay. Silicia, Thomas. Er löst Alarm aus. Aha. Weiß ich nicht, war jetzt nicht hilfreich, aber okay. Egal. Bereit? Ja. So in etwa. So bereit, wie man sein kann in so einer Situation, ja? Bin jetzt hier gleich mitten im Krieg wahrscheinlich. Habe ich so den Verdacht. Heute bla bla, das ist mir zu blöd. Da, das ist der Text, der Alter. In einer Menge. Bär 5 Parts. Moment, noch nicht. Nur am Lesen. So. Jetzt. Let's have a look. Guck. Zielfernrohr, endlich. Das will ich haben. Nice. 31, reicht das für irgendwas? Nein, okay. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Was für ein Acker, Mann. Fremde in der Nähe gesichtet! Bewacht die Felder und den Wald! Wohin gehen wir? Wir sind rund. Space Needle? Was? Ja, ich sehe ihn. Lauf darauf zu. Was? Die Ausreise ist hier!
Das war nicht so schlau, Leute. Oh Scheiße, ich komme hier nicht raus. Die verstecken sich im Gras. Eigentlich ja nicht. Wo sind sie hin? Alles genau. Findet sie, verdammt. Fette Drecksau. Nein, 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 nein. Ich will schon meine behalten. Okay, der kommt da nicht rein. Die fette Sau ist hier einfach reingerannt. Sowas mag ich. Einfach zu mir herlaufen. Mann. Dummes Mädchen. Da unten, hä? Alles klar. 1, 2. Eine 3 sehe ich schon mal nicht in der Nähe. Ich weiß nicht, was ich habe nicht zugehört, wo ich hin muss. Wenn ich ehrlich bin. Irgendwas mit Space Needle. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich kenne es nur als Touristenattraktion. Okay, ich sehe einen. Eine. Die jetzt anscheinend tatsächlich überlegt, hierher zu kommen. Oh ja. Sieht aus, als möchte da jemand sterben. Und weg. Alles klar, wieder einer weg. Der erste ging leider daneben. Werden wir nochmal einen neuen anfertigen. So. Gut. Wie viele sind es denn noch? Das ist die Frage. Können jetzt nicht mehr so viele sein. Einen sehe ich ganz schwach. Sehr gut. Nimm mal her damit. Ich habe auch rausgefunden, man kann... Ach, das bist du. In den Optionen die Spielschwierigkeit wohl wirklich individuell auch verändern. So, wo bist denn du? Eins, zwei, drei, vier. Hä? Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Boah, ja, bist du narrisch, Alter.
Du bist fällig, mein Freund. Wichtig ist, jeder, den man leise killt, ist nun mal auch einer weniger, der mir auf den Socher gehen kann, wenn ich denn mal Trouble habe, verstehst du? Deswegen ist es so wichtig, dass man die auch trotzdem versucht, leise zu eliminieren. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Warum pfeifst du da so in der Weltgeschichte rum? Ganz da oben rennt auch noch jemand. Bin auch nicht weit, ehrlich gesagt. Bin so ziemlich nah dran. 1, 2, 3. Schauen wir mal, ob es da hinten vielleicht irgend so einen kleinen Geheimgängchenweg gibt, der es mir erlaubt von hinten. Nö. Ach, da ist auch noch einer. Du bist der, die das nächste. Was macht denn der da jetzt? Komm mal klar. Auf deine KI. In der Nähe sein. Oh Mann. Sie ist tot. Sagte sie. 1, 2. Wer denn da? Eine Erntesichel. Cool. Ja, lauf lieber. Ich lauf doch gar nicht. Bin schon da. Und was machst du so? Trinkst du Uso? Du Huso. Sie hat gesagt, na los. Also ach, tot. Das war hart. Gehen wir zum Dorf. Warum spornt sie mich denn auch noch an? Das war komisch, gell? Ich konnte nämlich auch nicht mehr zuschlagen. Ich musste mir quasi das jetzt anschauen. Wie sie stirbt. Wo geht's denn zum Dorf? Hier lang. Oh, das sieht aus wie ein Dorf, ja. So wie es aussieht, hätte ich das auch alles auslassen können. Hm, egal. Nicht da, die sehen uns. Sag das doch früher. Okay, was geht ab?
ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Denke ich mir schon. Der ist nass, versifft. Wahrscheinlich schon entzündet. Wieder eine Hütte. Die haben es hier echt schön. Ich finde, dass sie ja eigentlich nichts haben sollten. Auf so einer Insel. Die lassen sich's hier gut gehen. Mehr Kapseln. Gib mir mehr Kapseln. Ich will alle Kapseln, die ihr besitzt. Kann ich irgendwas herstellen? Nö, aber Kapseln 62. Da könnte ja mal wirklich was gehen. Bauchlage, Medikits. Oh, halt. Ich kann ja da trotzdem noch. Mach mal doch einfach mal, ist doch egal. Ich schätze mal, man kann eh nicht alles skillen, von dem her. Die wichtigsten Sachen, glaube ich, habe ich. Bin schon da. So offen, wie wir durch dieses Dorf laufen, hätten wir wahrscheinlich auch durch das Tor gehen können, wie ich gerade gesagt habe. Okay, Freunde. Geschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nie verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Also, ein Mädchen im Körper eines Jungen. Jetzt habe ich es endlich mal verstanden. Hier. Yara, ich... Ich will... Ich hätte nie... Auf geht's. Okay, jetzt weg von der Insel. Überall auf der Insel. Wir stehen das durch. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusche. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen. Die Hauptstraße meiden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Das ist unsere beste Chance. Hol uns einfach weiter. Und voran. Ja, natürlich ist es weit, weil im Endeffekt laufen wir ja ständig nur rum. Ein Karnickel! Alle sind weg, um gegen die Wolves zu kämpfen. Ja. Moment, da will ich schon rein. Wenn du schon so zielstrebig da dran vorbeiläufst, gibt's da irgendwas. Jawohl. Alles mitnehmen. Wahahaha. Sehr gut. So, kann man schon wieder... Nein, reicht noch nicht. Aber haben wir schon wieder Tabletten gefunden? Was macht dein Arm? Jetzt geht. Immer müder. Yara. Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlust lauert an jeder Ecke. Sie führt uns. Das ist die Straße runter. Los, rein. Schnell.
Okay. Schon direkt im nächsten Brennpunkt. Die Tatsache, dass sie noch normal laufen, heißt für mich, ich bin noch safe. Unter die Tür. Schnell. Sie lassen so viele Leute zurück. Wir können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Bleib nah bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Da. Abby. Hier lang. Mann, das reicht immer noch nicht. Können wir die umgehen? Ja, wir gehen woanders lang. Gasse auf der anderen Seite. Los. Moment. Gehen halt immer einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine richtige Stadt ist. Ich dachte, das ist nur so ein Holzdorf. Bin schon da. Na komm. Noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Yara. Hier lang. Hab eine! Yara! Abby! Yara! Oh nein. Yara, steh auf! Schütze, na los! Yara, bitte! Lev, wir müssen weg. Nein! Na los! Nein! Ich sehe jemanden! Ich lasse sie nicht hier! Zurück! Waffen weg! Los! Oh, scheiße! Es ist Abby! Ich sagte zurück! Zurück! Oh oh. Isaac! Isaac! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte! Abby, weg da! Verdammt, er ist noch ein Kind! Du hast 3 Sekunden. Um von dem Ska wegzugehen. Eins. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Nein! Was zur Hölle? Das geht nicht! Wir müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lev, komm schon. Was machen deine Scheißleute? Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. 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 Mir nach.
kommt schon raus, Eddie. Bringen wir es hinter uns. Hast du sie gewarnt? Verdammte Schlange! Sie töten sollen. Ich hätte sie töten sollen. Ah, verdammte Scheiße! Tyler! Hallo! Scheiße! Wir haben sie in der Falle! Ich sehe sie nicht! In den Versteck! Oh shit! Sie war doch da gerade. Na, wo siehst du? Gucken, dass sie mich nicht flankieren, das wäre fatal. Gott, da kommt man ja gar nicht weg. Junge! Sie sind hinter diesen Regalen! Das selber gesprengt. Warum der Schuss? Wo kam der her? Au! Du schaust jetzt genau zu mir, oder was?
dort. Ich muss, weiß nicht, wo der da... Jetzt geht der da hoch. Dein Ernst? Mann! Bericht! Scheiße, hat jemand sie gesehen? Hier drüben ist nicht. Wie sieht's bei dir aus? Hab keine Idee. Vielleicht sind sie hier. Ich geh mal nach. Ich passe auf. Kleine Hölle. Fertig! Hab sie! Ach du Scheiße! Alles klar. Die werfen halt jetzt auch Rohrbomben nach mir. Wie konnten sie entkommen? Hört sie auf! Hier drüben! Halt sie aus! Au! Au! Sie sitzt in der Falle! Fluch. Ja, als Falle würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber... Verdammt, wo sind sie? Lasst sie nicht entkommen! Jetzt pass auf. Wieder eine weg. War gefunden! Doch. Warte mal kurz. Ich halte die Augen offen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Schnell und seriös. Mit sehr viel Lautstärke verbunden, oder? Anfertigen. Alles klar. Schauen wir schnell oben, ob da noch Sachen rumliegen. Auf den ersten Blick nicht so aus. Ach, komische Sache, oder? Von allen etwas töten. Jacksonville-Leute, Wolves, Scars. Okay. Sieht gut aus. Müssen wir vermutlich durch diese Tür flüchten.